erfolgreichsten Spieler im Hamburger Amateurfußball. Er ist als Freistoßspezialist bekannt und er hat neuerdings auch einen neuen Posten als Manager. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk Stefan Rahn von Germania Schnelsen. Moin Rana, herzlich willkommen bei Elbkick TV. Geht's gut? Danke. Alles gut. Schickes Hemd, siehst gut aus, gut gestylt. Dankeschön, du auch. Trotz der Niederlage am Wochenende, da wollen wir ja natürlich erstmal drauf eingehen. 2-1 am Samstag beim Meindorfer SV. Das war so ein bisschen Federn gelassen im Aufstiegskampf und ja, doch eine negative Überraschung. Richtig, genau, ja. Sind nicht gut ins Spiel gekommen. Meindorf brauchte die Punkte natürlich gegen Abstieg und nach unseren 120 Minuten im Pokal war das natürlich für uns nicht einfach. Jetzt mal kurz darauf noch zurückblicken. Ihr habt einen neuen Trainer bekommen. Der alte war nicht so unbedingt dein bester Freund. Wie ist der neue einzuschätzen? Wie bewertest du den? Bisher, denke ich mal, kommen wir alle gut mit ihm klar. Bringt neuen frischen Wind sozusagen rein. Und auch Juri macht das sehr gut als Co-Trainer. Juri Savicev, richtig, genau. Und schauen wir mal, wie die nächsten Wochen denn so weitergehen. Wie läuft das? Klaus Tomfraude früher als Torwart immer Englisch und englische Wörter benutzt, fuck und alles rumgeschrieben. Macht er das bei euch immer noch? Nein, also er gibt schon mal öfters den Ton an sozusagen dann halt, aber ansonsten ist er sehr kompetent. Also kompetent und ein nicht mehr so verrückt und nicht mehr so das Tier im Tor, wie er noch früher beim FC St. Pauli war, der Trainer von Germania Schnelsen, Klaus Tomfraude. Ja, Meister will, glaube ich, jeder werden, das ist klar. Jeder, der Fußball spielt, möchte oben dabei sein. Ihr seid momentan auf Platz 2. Aber wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, kann der Verein Germania Schnelsen überhaupt den Aufstieg, kann er das schaffen? Ist das möglich? Also es ist natürlich schwer. Wir spielen natürlich A auf Kunstrasen bei uns. B ist es ja natürlich so, dass die Struktur im Verein sozusagen noch nicht gegeben ist. Deswegen sind wir natürlich alle da am Ball, um alles versuchen Mögliche zu machen, um da das irgendwann vielleicht in den nächsten Jahren sozusagen halt zu schaffen. Jetzt, nächstes Jahr ist es, denke ich mal, kein Thema, nein. Kein Thema, also der Aufstieg in die Regionalliga. Klare Worte von Stefan Rahn, als Spieler bekannt und, wie gesagt, eben in der Moderation schon angedeutet. Du hast auch einen anderen Posten, da kommen wir gleich nochmal darauf zurück zu sprechen. Jetzt ist natürlich immer so Germania Schnelsen. Da wird sehr viel drüber gesprochen, da wird gesagt, da ist extrem viel Kohle vorhanden. Du bist der Spieler, du bist dabei, du weißt es. Wie viel Geld ist da im Verein im Umlauf? Also grundsätzlich ist es so, Germania Schnelsen ist ein sehr einfacher, traditioneller Verein. Wir leben von unserer ehrenamtlichen Arbeit unter anderem. Und nicht umsonst haben wir jetzt gerade den Jugendpreis sozusagen halt für die Ehrenamtlicher bekommen. Also spielst du auch umsonst? Natürlich, Stefan Rahn spielt umsonst. Selbstverständlich. Ich habe dich unterbrochen. Also ehrenamtlichen Preis habt ihr gewonnen? Richtig, genau. Und das ist bei Germania Schnelsen sehr einfach strukturiert. Und wir versuchen das natürlich durch Sponsoren aufzubauen. Aber eigentlich ist es ja so, es wird zumindest gesagt, da kann man sehr, sehr viel Geld verdienen. Ist es so, dass ihr auch abspecken musstet oder ist es so, dass es das Geld für gewisse Spieler immer noch da ist? Grundsätzlich muss, denke ich mal, jeder Amateurverein abspecken sozusagen, wegen keiner hat das Geld mehr locker zu deiner Zeit sozusagen. Und, deswegen, für durchschnittliche Spielergeld zu bezahlen. So sieht's aus, richtig. Ist natürlich nicht einfach. Also wie gesagt, da Sponsoren unter anderem reinzubekommen, um da natürlich Fahrtwege für Spieler zu bezahlen oder eventuell dann mal eine Auflaufprämie oder eine Siegprämie. Es ist nicht einfach, das sagt der Spieler Stefan Rahn, aber das sagt auch der Manager Stefan Rahn, denn du hast einen neuen Posten, willst da so ein bisschen im Hintergrund auch die Geschicke leiten. Wie ist das zustande gekommen, dass du jetzt auch neben dem Spieler auch noch der Manager von TuS Germania Schnelsen bist? Das lag daran, dass unser Manager sozusagen halt auch davon weiß oder wie die meisten sozusagen halt auch, dass ich Sportmanagement studiere und dass ich da auch irgendwann dann halt reinwachsen will. Und da hat er mir dann die Möglichkeit gegeben, dass ich da jetzt mal ihn über die Schulter gucken kann und dann halt mit ihm das zusammengestalten kann. Und wie schwer ist das so? Ich meine, ich stelle mir das nicht so einfach vor, als Spieler auf dem Platz vielleicht auch mal dazwischenhauen, mal eine Ansage machen und dann am nächsten Tag am Tisch ruhig mal im Kaffee mit einem Spieler zu verhandeln? Also ich kann das, denke ich mal, ganz gut unterscheiden. Einige Spieler, vielleicht auch junge Spieler, ist das natürlich dann auch wiederum schwer. Aber ich sage immer, wenn ich auf dem Platz bin, bin ich Spieler. Alles, was
natürlich noch vor oder nachher in der Kabine ist, bin ich wiederum Spieler. Aber dann halt außerhalb des Platzes bin ich dann unter anderem Manager, richtig. Also die Leistung zählt auf dem Platz, dann hast du vielleicht auch ein bisschen Akzeptanz. Trotzdem sehr schwer die Doppelfunktion für unseren heutigen Studiogast. Ich habe es eben gerade angesprochen, Leistung ist immer gut, damit man eine gewisse Akzeptanz hat. Wir haben natürlich nicht vergessen, im DFB-Pokal damals das große Spiel, da war Stefan Rahn noch im Trikot vom SC Viktoria gegen Rot-Weiß Oberhausen und da hast du mit deinem Freistoß eine kleine Geschichte geschrieben. Da habt ihr damals den Zweitligisten aus dem Pokal gehauen. Danach in der nächsten Runde gegen den VfL Wolfsburg hast du auch noch getroffen. Diese Tore haben wir natürlich auch noch im Kopf. Freistöße magst du ganz gerne. Was ist da so dein Geheimrezept, dass die Dinger ab und zu mal reingehen? Eigentlich habe ich keins. Du hast keins? Nein. Als Spieler muss man sich doch vielleicht mal den Torwart ausgucken, den Ball hinlegen und du hast ja schon eine linke Klebe. Ja, also grundsätzlich habe ich früher auch in meiner Jugend gesagt bekommen, Ziel auf die Latte und dann geht er rein. Ziel auf die Latte, da geht er rein. Dein Bruder vielleicht mal ein bisschen auch mit dir gesprochen, beziehungsweise was abgeguckt. Ich meine, der hat ja auch einen ganz guten linken Fuß. Hat immerhin für Einsätze bei der Nationalmannschaft gereicht. Richtig. Aber ja, natürlich haben wir früher im jugendlichen Alter sozusagen da zusammen trainiert, aber das ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jahrzehnte her. Ein paar Jahrzehnte ist das her, aber trotzdem hat er noch einen guten linken Fuß. Der Freund, der hier im schicken pinken Hemd auf der Couch sitzt. Ja, ganz kurz und knackig noch. Du hast eigentlich ein ganz gutes Timing, nicht nur beim Fußball, beim Freistoßschießen, sondern auch in der Liebe. Denn Rana wird bald in den Hafen der Ehe einfahren. Wie sieht's aus? Wann ist die große Hochzeit? Im Juni ist die große Hochzeit. Und ja, Vorbereitungen laufen, also kommt denn jetzt gerade alles hinzu? Also hast du ja einiges zu tun. Du musst die Hochzeit planen, du musst Spieler verpflichten und du musst nebenbei auch nochmal gucken, dass du von der Arbeit pünktlich zum Spiel kommst. Ganz kurz, gibt es schon was zu vermelden? Wen hat der Manager Stefan Rahn schon auf der Rechnung oder auch sogar schon verpflichtet? Wir haben natürlich einige Spieler auf der Rechnung sozusagen. Unter anderem bieten sich natürlich immer Spieler bei uns an und die kommen dann immer zum Probetraining und dann, um den persönlichen Eindruck da dann nochmal zu bekommen. Aber du lässt ja nicht nur Leute über Probetraining mitmachen. Du hast ja sicherlich auch ein großes Netz und noch ein Auge im Hamburger Amateurfußball. Deswegen. Selbstverständlich, wen kann man denn nächste Saison bei Gama in der Schnellsen erwarten? Wer wird der große Coup sein von dir? Na, das werde ich noch nicht verraten. Sonst wollen dann natürlich auch andere Vereine sozusagen rein. Nein. Sollen wir noch nicht verraten? Nein, bitte nicht. Gut, das heißt, dein Manager lässt sich also nicht in die Karten schauen. Ich bedanke mich trotzdem bei dir. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Natürlich vor allem bei der Hochzeit, bei der Arbeit und dann nebenbei auch als Manager und Spieler bei Germania Schnellsen. Rana, vielen Dank für deinen Besuch. Und gerne doch. Liebe Zuschauer, das müssen wir natürlich auch noch ein einziges Mal erwähnen. Stefan Rahn, der erste Spieler im Hamburger Amateurfußball, der das zweite Mal bei Elbkick TV auf der Couch sitzt. Damals noch mit mehreren anderen Kollegen, 5 Stück an der Zahl waren das. Und deswegen eine kleine Ehre, aber deswegen hast du dich auch, glaube ich, heute ganz schick gestylt. Zum Abschluss gibt es natürlich auch noch ein kleines Geschenk. Und zwar ein Ball, nicht ganz in Germania Schnellsen Farben, aber von unserem Partner Select. Bringe ich dir mit, aufpumpen. Vielen Dank. Und dann kannst du weiter deine Freistöße üben, damit du beim nächsten Mal, wenn du hier bist, also beim dritten Mal, mir dann auch sagen kannst, wie die Dinger reingehen. Gerne, mache ich. Ich bedanke mich. Danke dir. Ja, Stefan Rahn, Spieler, Manager und einen goldenen linken Fuß und bald auch einen goldenen Ring an der Hand. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen.